Fliegerei begeisterte Follower, Paxe, Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen hier am 22. Oktober 2017 heute für den Flug von den Seychellen zur Insel Reunion. Das liegt ganz in der Nähe der Insel Mauritius, eine Nachbarinsel. Und da erwarten wir auch herrliches Wetter. Und heute bei Tage schön der Abflug hier. Welcome and bienvenue auch von den Seychellen an euch. Hier erwarten wir heute einen schönen Abflug bei herrlichem Wetter aus den Inseln der Seychellen vom International Airport. Ja, wie ihr sehen könnt, wir stehen schon hier draußen. Wir haben wie immer schon einige Flugvorbereitungen auch getroffen. Und dazu gehen wir dann wie folgt vor. Wir gucken uns erst die Strecke an und dann die Daten wie Fuel und Paxe und das Wetter und dann senden wir den Flugplan ab. Ja, schöne Grüße schon mal auch hier an den Chat, an Pilots Club, schöne Schicht hier heute am Sonntag, das kenne ich. Ich arbeite auch schon mehrere Jahre auch immer mal wieder sonntags. Von daher, gute Schicht dir und bis demnächst. Ja, zu der Strecke. Hier haben wir die Routenplanung von den Seychellen International Airport Foxtrot Sierra India Alpha nach Reunion. Das ist Foxtrot Mike Echo Echo. Und hier die Insel mit dem Flughafen Mauritius, hier Foxtrot India Mike Papa. Dann haben wir geplant 3 Stunden heute und hier haben wir die Strecke über Impox raus und über Nevis nach herein. Überschaubar mit langer Luftstraße und das sieht dann so aus. Hier Reunion, eine Nachbarinsel der Mauritius. Und da werden wir mal schauen, dass wir da auch einen schönen Anflug machen. Und nochmal ein Blick dazu auch auf die Windsituation. Wir haben heute geplant das Flight Level 350. Hier nochmal. Wann kriegen wir es? Ich denke Richtung Süden auf jeden Fall ungerade und 350 wird ein guter Kompromiss sein. Hier haben wir noch ein Wolkenband und dann möchte ich gerne hier wie auch die letzten Male die Winde angezeigt kriegen. Das scheint wohl heute Morgen da Komplikationen zu geben mit den Winddaten hier von der Insel der Seychellen. Nichtsdestotrotz, wir werden uns nachher natürlich das Meter angucken und dann dementsprechend auch die Piste auswählen. So sieht die Routenplanung aus. Dann hier weiter. Passengers, wir nehmen 54 inklusive Infants mit und hier Cargo auch überschaubar 3,515, 3 Tonnen 515 Kilo und hier die Spritplanung 9 Tonnen 45 Kilo.
mit 30 Minuten Taxi sehr komfortabel geplant und hier alternativ nochmal 125 nautische Meilen. Hier haben wir die Trimmung von 0,3, das wollte ich nicht vergessen, down. Und dann haben wir hier auch unsere kalkulierten Performance-Daten für den Takeoff. Und hier die Wind- und Temperatur- und Drucksituation schon mal vorab. 30 Grad auf Mauritius, herrliches Urlaubswetter. Und QNH von 1011. Wir starten mit 67 Grad Flex Temperature heute. Grad sind das, nicht Prozent. Und dann mit den Speeds hier geplant 145, 145, 146 Rotation in der Mitte, wie ihr sehen könnt. Und alles nah beieinander hier. Da nochmal ein Blick hier auf die Wetterinformation. Infants sind Kleinkinder. Pilots Club nicht zu vergessen. Und dann hier haben wir die Wettersituation mit 020 Grad und 6 Knoten. Das sieht alles sehr danach aus, dass wir Richtung Norden wohl starten werden. Und 6 Knoten, das ist natürlich überschaubar. Sketter hat 1700 Fuß. Die Wolken, da müssen wir aufpassen mit der Enteisung, wenn wir durch die Wolken gehen. Und auch hier 1011 der QNH. Wir erwarten auf Réunion 28 Grad und eine Viewbewölkung auf 2900. Schönes Wetter also. Keine Wetterkomplikationen hier zu erwarten. Hier unten. Und ja, das dazu. Hier nochmal die Gesamtsituation, wo wir fliegen werden. Und wie immer werden wir mit dem Walkaround anfangen. Hier hinten steht schon unsere Maschine. Die Delta Alpha Bravo Foxtrot Oscar, der A320 von Eurowings. Und wir machen erstmal den Walkaround und dazu ein bisschen Musik, auch passend aus den Seychellen zum Einstimmen hier für den Abflug. Und ich melde mich dann wieder, wenn es dann reingeht, in die Maschine zum Hochfahren. Zurück left. Check. Sensorik right. Check. Nose wheel. Check. Bonjour, monsieur. Good morning. Right main gear. Check. Check.
Right engine. Check. Right wing. Check. Ja, ein bisschen passende Musik, denke ich, zum Einstimmen bei Cyborg NX. Immer mal wieder. Was muss, das muss. Hier Stabilizer right, check. Trimmung, check. Stabilizer, Lift, Trimmung, check. Left wing, check. Left engine, check. Und left main gear, check. Ja, das dazu. Walkaround completed. Dann gehen wir rein und fahren die Maschine hoch. Da sind wir auch schon hier im A320 der Eurowings. Und wir richten uns wie immer erstmal ein bisschen hier den Sitz ein und den Co-Pilotensitz natürlich auch. Dann gehen wir her und nehmen hier links Platz. So. Wir checken einmal unsere Sitzposition hier. Aber wir müssen natürlich noch auch hier unsere Armlehnen für unseren Arbeitsplatz einrichten. So. Dann ein bisschen den Sitz einrichten. Hier, das muss einigermaßen passen. Jawohl, hier haben wir rot vor weiß. Dafür ist das da, hier für die Sitzpositionbestimmung in der Mitte. Und dann auch natürlich auf der Co-Pilotenseite hier das Einrichten des Arbeitsplatzes. Und hier immer gastfreundlich bei der Eurowings den Jumpseat, damit es nicht von hinten reinblendet, die Sonnenblenden. Ja, und dann fahren wir die Maschine mal hoch hier. Battery 1, Battery 2 zu Beginn und hier dann Extime Power, die GPU und dann die Electrics mit den Generators und die Air Condition. Ja, ich überlege gerade. Ja, wir lassen die noch mal kurz aus und genießen auch noch mal hier ein bisschen die frische Luft.
auf den Seychellen bei 30 Grad. Ja, dann gehen wir her und machen die Lights so ein und Winglight und Nufflight. Hier No Smoking und Seatbelts und Exit Turn Off Lights. Und dann hier unser Lightcheck. Jawohl. Ja, dann gehen wir her und starten die IDS hier zum Kalibrieren der Instrumente. Battery on, okay. IDS 2. Bis hier oben wieder ausgeht, jawohl. Und dann hier wieder IDS 3. Und dann hier Firecheck. Jawohl. Ja, und dann gehen wir her und schalten die Displays an hier. PFD, ND, die beiden E-Cams. Master Avionic, Predicted Windshield, Predictive Windshield System. Hier gehen wir nachher her und geben unseren Transponder an. Hier natürlich auch auf der rechten Seite. Und dann auch der rechte MCDU. Und setzen die Jocks. Machen die Türen auf. Und bohren unseren Fuel. Wie wir hier gesehen haben, Fuel zu bohren mit 9 Tonnen 45 Kilo. Also 9045 Kilo. Jawohl. Dann da müssen wir nachher noch weitergehen, aber vorerst hier natürlich auch den Table und das ND und das PFD. Dann hier oben im FCU nochmal eben hier dazu das Meter 1011, immer noch aktuell, und das stellen wir dann hier ein natürlich mit Arc-Ausschnitt und 1011. Hier können wir auch noch mal unseren Table rausholen für die Flugvorbereitung. Das sieht alles gut aus. Da haben wir schon mal das Nötigste hochgefahren und müssen dann auch noch mal hier reingucken in den Flugplan für die Online-Fliegerei hier von den Seychellen nach Réunion mit alternativ die Mauritius-Insel. 54 Paxe, 3 Stunden Flugzeit, Flight Level 350, hier die Strecke. Und das Ganze senden wir ab. Für die Online-Fliegerei heute am 22. Oktober. Dann gehen wir hier weiter und gucken nach den NAV-Daten. Die sind soweit in Ordnung. Von 12. Oktober bis 8. November, okay. Da liegen wir voll im Soll. Jawohl, Align Time ist zu Ende. Und dann gehen wir her und geben hier unseren Flug ein von den Seychellen
zur Nachbarinsel der Mauritius, Reunion. Und hier auch dann nochmal den Alternate. Jawohl. Und dann unsere Flugnummer Eurowings. Zero to two. Ein Kursindex aus Erfahrungswerten und hier unser Flight Level. Ja, der meldet uns schon, wir können die Türen schon schließen. Dann machen wir das doch. Und auch drei Compartments. Mit hinten der 5. Den Bulk und dann gehen wir her und geben dann hier unsere Aufteilung in drei Sektoren unsere Passagiere ein. Wir nehmen heute mit 54, die sich aufteilen in 25. 25 und 4 und dann unser Cargo, wie wir geplant haben. Cargo hier ja zu sehen, 3 Tonnen 515, sehr überschaubar. Dann verteilen wir uns das hier auf die 4 Chapters. Und 515. Jawohl, wunderbar. Dann können wir nämlich hier von unseren Gewichten das Zero Fuel Weight und den Center of Gravity übernehmen. Und zwar hier 50,9 und 25,1. Jawohl. Dann gehen wir her und geben hier unseren Flugplan ein. Wir erwarten die Piste 1-3 mit der Impox 1-Alpha. Da gucken wir mal, ob wir das hier schon zu finden haben. Da haben wir das noch nicht zu finden. In dem Fall, das kann immer wieder passieren, dass wir hier vorab eine Routenplanung haben und hier was nicht drin haben, je nach Aktualität, dass wir da eine Differenz haben. Kein Problem. Wir gucken einfach in die Charts. Und zwar in die SID-Charts. Und da sehen wir hier auch für euch nochmal die Impox 1-Alpha ist eine für die Runway 31. Und wenn wir hergehen und das Meter angucken,
mit 0, 2, mit 6, 1, 3, dann haben wir 100, 110 Grad Differenz und zur 3,1 haben wir 50, 60, 70. Da liegt der Fehler. Das ist nämlich doch die Piste 3,1 nach den aktuellen Winden und dann haben wir hier die Impux 1 Alpha. So, dann gehen wir weiter und geben hier unseren Flugplan zu Ende ein. Links immer die Luftstraße und rechts der nächste Wegpunkt. Hier haben wir dann die nächste Luftstraße, die Tango 132 nach Wu. Bam. Und dann hier die Uniform Romeo 401 nach Nevis. Und geben das Ganze hier ein. Dann müssen wir noch mal drüber gucken, weil wir hier noch Discontinuity haben. Da haben wir ja noch die Standard Instrument Arrival und zum Alternativ auch die Lücke schließen, damit wir dann hier auch unsere Flugzeit haben. 2 Stunden 22 nach aktuellen Parametern. Dann gehen wir hier weiter auf die Performance Page, geben hier unsere Takeoff-Daten ein. Flaps 1 mit 0,3 Down-Trimmung und eine Flex-Temperature von 67. Und dann hier unsere V-Speeds. Nochmal einen kurzen Blick als Feedback, ob das alles okay ist. Nun können wir hier auch sehen, wie in der Chart hier die Impux. Hier. Das ist alles schon mal in Ordnung. Wieder den Arc-Ausschnitt. Können wir hier unser First Initial Climb 5000 für Seychellen eindrehen. Nicht zu vergessen, auch hier sehe ich gerade die 1011. Ja, dann nehmen wir unseren Pushback und machen den hier straight ahead. Da kommt er auch schon. Hier auch nochmal unseren Schnapskompass rausholen. Ja, und dann Fenster zu. Air Condition on. Beacon on. Die Füllpumps. Wunderbar. Crosscheck, nichts vergessen. Das sieht soweit gut aus. Okay, okay, okay.
Dann Before Start Checklist, Cockpit Preparation completed, Gear Pins Covers removed, haben wir, die Signs sind on, die Gardiers sind auf Nachfüllquante, die haben wir boarded, haben wir 9 Tonnen 45 Kilo, To Data haben wir alles set, Bar Reference haben wir set, Windows Indoors haben wir closed, Beacon is on, Thrust Levers auf Idle und die Parking Brake as required ist klar. Okay. Dann Jogs weg. APU-Schaden. Und dann Transponder. Einmal gucken. Haben wir ein Lotsen. Wir fliegen heute Morgen hier auf Unicom. Nochmal auch zur Online-Situation hier. Der ganze Online-Verkehr. Und hier sieht man auch mehr schon mal die Lotsen. Besetzt Munich Radar in Deutschland einiges. Hier viele unterwegs. Und wir sind Griechenland, Türkei. So, hier haben wir die Vereinigte Emirate. Und hier unten haben wir die Seychellen. Hier ist noch einer unterwegs nach uns. Da müssen wir aufpassen. Und wir dann eben hier auch noch mal in der Satellitenform hier auf dem Vorfeld und dann geht das raus in Richtung Norden hier rum um die Insel westlich rum und dann runter nach Reunion. Ist ja schon im Sinkflug. Hier haben wir Flight Level 270, ja, und 260, der ist schon im Anflug. Okay. Dann weiter hier im Text. Transponder. APU hochgefahren, einmal checken, 400 Hertz, 115 Volt, das sieht gut aus. Da können wir die APU disconnecten. Und dann Parking Brake off. Ja, da waren wir noch ein Ticken zu früh hier. Da müssen wir noch mal eben den Pusher reinhören. Er ist noch nicht fertig mit Ankoppeln. Rampagent, okay. Jetzt. Jo. Dann Block-to-Block-Timer. Und dann hier Beacon, APU, APU Bleed. Full Pumps sind on. Und dann hier 40 PSI brauchen wir. Das sieht gut aus auf beiden Seiten. Dann können wir Engine 2. Rechtes Ventil auf, rechte Engine Start.
Ja, noch mal ein kurzer Moment für sich zurückzulehnen und einen Schluck zu nehmen. Parking Brake, dann machen wir das natürlich. Rechte Engine ist online, linke Engine. Okay. Dann After Start Checklist, Anti-Ice, ASV Quiet, EGM Status No Blue, Pitch Trim setzen wir mit 0,3 Down. Jawohl. Pitch-Trim, Ruder-Trim haben wir hier. Auch Zero, alles okay. Dann schon mal die After-Start-Checklist completed. Before-Take-Off-Checklist, Flight-Instruments, Flight-Controls. Full-Up, Full-Down mit Höhenruder und Full-Left, Full-Right, das Querruder. Und das Seitenruder full left und full right. Jetzt haben wir die Flight Instruments. Check. Briefing. Inbox geben wir raus. First Initial Climb 5000. Alles okay. Briefing confirmed. Flap Setting. V-Speeds V1 1 to 8, V-Rotate 1 to 8 und V2 1 to 9. Flex Temperature 6-7, confirm. Dann ATC haben wir Unicom 1 to 8. 1, 2, 2, 8. Die Speed Brakes und ziehen wir die Auto Brakes auf Max. Brakes Max, Signs on, Cabin Ready, Speed Brakes armed, haben wir. Flaps Takeoff und Takeoff Config Normal, Cabin Crew Advised. Dazu gibt es gleich noch die Safety Einweisung, Engine Mode Selector as required. Den machen wir noch wieder zurück. Und dann die Packs as required. Da hat uns einer angeschrieben.
Ja, Whisky Sierra Lima, der Inkel. Guten Morgen. Ich dachte schon, das wäre der anfliegende Verkehr, der sich meldet, damit es keine Konfliktsituation gibt. Schönen Gruß an die Paxe hier. Inkel, schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen weiter, damit wir hier rauskommen. Die Taxi Light an. Wir können die APU ausmachen. Und dann die One-Way Turn-Off Lights. Nochmal hier Cross-Check, haben wir alles. Jawohl. Dann können wir unsere Paxe-Einweisung Herzlich willkommen. starten Bienvenidos. lassen. Ja, Namaskar. Benvenuti. Yokosa. Ahlan wa marhaban bikum. Bienvenue. Und dann rollen wir schon mal los. Welcome. Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Ladies and gentlemen, Nochmal kurz on hier behalf of your kalibrieren. Lufthansa-Crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Each seat is provided with a seat belt. To fasten, push ends together. Tighten the seat belt by pulling loose end. To unfasten, lift whole buckle and pull free end to release. In case of water landing, use your individual life vest found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over your head. Take the tapes around your waist. Push ends to buckle and pull the tape to tighten. When outside the aircraft, jerk inflation tags to inflate the vest. Manual inflation tubes are found on both sides. Blow to increase air and push fins inward to release air. Lights will automatically illuminate once the battery tab is immersed in water. Do not inflate the vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft is a criminal offense. Correct check. The cabin is pressurized. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen masks are available in selected panels with an indicator. When this happens, insert a sharp object into the pinhole, immediately grab the mask, pull it towards you, put it over your nose and mouth, and breathe normally. Cabin crew shall assist in the administration of oxygen after it's Cabin crew recovered. läuft, engine mode Please selector take as note of required, the brakes emergency as required. exits marked along each side of the cabin and the exit nearest you. For further information, please refer to the safety instruction card found in the seat pocket. Okay. Paxe advised. Wir gucken einmal hier wegen dem anfliegenden Verkehr. Da haben wir den. Weil wir müssen Backtrack-Lineup machen hier auf den Seychellen. Der ist aber noch weit genug weg. Dann Transponder on. Und TCAS auf Above, TAAA. Und dann Landing Light, Strobe, Nav Light 1 und Table rein und Backtrack Line up. Schön mit dem Tiller. Da unten links, links neben dem Stick auf der Captain-Seite
und rechts neben dem Stick auf der Co-Pilotenseite der Tiller zum Rollen. Da meldet er sich. Kurz für den anfliegenden Verkehr Info durchgeben, Backtrack Lineup, Departure 1W31 und der hat schon hier durchgegeben 777-300, we currently 28 Meilen out und Descent Passing 7700 Fuß on the NASIC 1 Charlie Arrival ILS Approach for 1W31. Jo. Läuft alles nach Plan hier. Nochmal ein letzter Blick hier direkt das Meer. Vergessen, Crosscheck, alles okay. Wir können uns hier den Sitz noch mal ein bisschen einrichten. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier gut rauskommen. Und hier hinten dann. Wenden. Aufpassen hier direkt am Meer. Transponder Lights alles an. Wir sind ready for departure. Anfliegende Verkehr in Arrival Route. Schön Line-up. Jawohl. So, sehr schön. War schön. Jetzt geht's weiter. Take off. Wir schauen hier. Alles okay. V-Speeds da unten. Und dann 50%. Stabiles Hochlaufen beider Engines. Okay, und dann durchrasten auf Flex-Modus. Hand an den Thrust Levers bis V1.
dass ich Deck mit Rotate in dem Falle hier. Wind aufpassen, Wind von rechts. Und Takeoff. Hand weg. Um die 15 Grad. Dann einmal auf die Bremse, Dreck abschütteln, Gear ab. Wir machen hier für den Wolkenflug unsere Anti-Eis-Systeme an. Dann hier vorsichtig rechts weg. Flight Director im Blick, Speed Check, Flaps ab. Wir können schon zurückrasten auf Climb-Modus. Okay, wir fangen den Flight Director ein. Das sieht gut aus. Dann Autopilot on. Pilots Club, Lights sind on soweit. Ja, wir die Runway Turnoff Lights. Kann man auch für einen Takeoff ausmachen. Hier auch nochmal Takeoff Light. Von Taxi auf Takeoff. Und dann gleich wieder ab 10.000 dann. Dementsprechend die Lights umschalten. Hier haben wir gleich First Initial Climb. Wir drehen hoch auf unser Final Flight Level 350. Wir haben hier keinen Controller soweit. Verkehr im Anflug hinten. Das ist soweit okay. Hier schön um die Inseln der Seychellen. Und dann hier blinkt schon 6.000. Das heißt, wir gehen hier auf den Standard QNH. Das ist okay. Hier den Standard QNH und dann weiter. Zur Positionsbestimmung hier nochmal der Blick. Hier der anfliegende Verkehr, die 777. Und wir hier raus, rechtzeitig. Das passt alles, keine Konfliktsituation mit der 777. Das sieht alles gut aus. Gleich hier die 10.000er Marke. Wir können schon hier unsere Fußschützen, die beiden Tailwheels, 10.000 Landing Lights off, Runway Turn Off Lights und Take Off Lights. Sind wir schon frei von Wolken? Hier oben haben wir noch ein paar Zirren. Da machen wir schon mal aus.
und dann unsere After Takeoff Checklist. Landing Gear up, flaps retracted, packs sind on, bar reference, summer set, alles okay. Hier nochmal links weg. Der letzte Blick auf die Insel der Seychellen. Hier hinten im südlichen Teil der Flughafen und wir gehen hier dran vorbei. Jawohl. Dann hier auch noch mal die Sonnenblenden. Ja, und dann steigen wir weiter durch auf Flight Level 350. Und dazu auch nochmal etwas Musik an der Stelle. Und was ich nicht vergessen wollte, auch nochmal. Für die gute Laune, für den Flug, der ja einiges dauert, ein Witz am Sonntag. Beim Frank, bei der San Franca Omi, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. So, jetzt hauen raus. Klingelt an der Wohnungstür, steht eine hübsche junge Frau vor der Tür, na, guckt sie den Mann an und sagt, hi Schnucki, ich bin deine neue Nachbarin. Und er, oh, oh. Da sagt sie, du, ich bin neu hier und ich hätte heute Abend mal echt Lust auf viel Alkohol und hemmungslosen Sex. Hättest du Zeit? Und er, ja, natürlich. Dann sagt sie, das ist klasse, dann kannst du auf meinen Hund aufpassen. Jesus. Nee, 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 nee. Sensationell! Scheiße. Das ist klasse! Scheiße! Dann kannst du auf meinen Hund aufpassen! Oh, nee, 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 nee. Ja, ein Witz am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, so muss das sein. Ja, ich hatte nur den Ton eben aus, weil es klappt. Für den Witz. Ist alles im grünen Bereich. Aber danke. Ja, wir steigen weiter durch und da habe ich ein bisschen Musik noch aus den Seychellen vorbereitet. Pilots Club, wenn du noch einen Witz auf Lager hast, hier kannst du gerne reinschreiben, ich lese ihn gerne vor. Ein Witz am schönen Sonntag, das ist doch immer wieder was Gutes. Top of Climb in 10 Minuten.
top of this and UTC 12.11. Also 10 nach 2 deutscher Zeit. Herr Doktor, Herr Doktor, ich möchte einen Elefanten heiraten. Ja und? Haben Sie schon eine Wohnung? Herr Doktor, Herr Doktor. Keiner sieht mich. Der Nächste bitte. Scheiße. Oh nein, nein, nein. Alles klar. Ich möchte einen Elefanten heiraten. Aber bei der Wohnungssuche keiner sieht mich. Scheiße. Nee, 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 nee. Jesus. Ah, danke, weil das klappt, ne? Nochmal ein Blick auf den Ankunfts-Airport. Reunion. Auch direkt am Meer gelegen. Auch viel Langstreckenflieger da. Schön gelegen hier in der Region der Mauritius. Dann natürlich auch nochmal hier die passende Chart rauszusuchen.
Hier haben wir den Airport. Zwei Pisten. Wir sehen können alles. Hier die längste. 1230. Da schauen wir mal, wie die Winde nachher sind. Und dann eben hier wieder unsere Positionsbestimmung. Da sind wir. Hier vorbildlich die Inbox. Raus an der Küste und dann rum. Hier auch nochmal, wie beim Flightradar auch eben die Flugdaten zum St. Denis Galliot Reunion von den Seychellen. Flight Level 350, hier auch unsere Route. Charts on board, Registration, Day of Flight und natürlich Streamer, Cyborg NX. Aktuell jetzt hier könnten wir auch noch mal aktualisieren. Hier jetzt Flight Level 30 und weiter steigend. Reunion. Scheiß, die Wand, dann Pilots Club, noch ein. Trifft ein Schwarzer eine Fee. Ich muss ein bisschen Musik leiser machen, da nützt alles nichts hier. So. Trifft ein Schwarzer eine Fee, da sagt die Fee zum Schwarzen, du hast drei Wünsche frei. Der Schwarze überlegt und sagt, dann er möchte klein, weiß und immer zwischen den Beinen einer Frau liegen. Bing! Nun ist er ein Tampon. Scheiße. Jesus Maria. Ob der sich das gewünscht hat. Jesus. Pilot Club, ey. Scheiß die Wacke. Ei. Papa, die Mama ist so die Papa.
5-0. Wir gehen her. Tikas auf All. Seatbelt auf. Postcheck. Okay. Yeah.
Ja, Pilots Club, danke, danke. Ja, passend immer zu den Flügen. Ne? Ja, der Kollege hat die Mauritius neueste Scenery und da wollte ich mal fragen, ob sie sich lohnt zu kaufen. Ja?
Oh, oh, oh.